Morgen miteinander. Gestern kam ich auf eine ganz verrückte Idee. Ich wollte mal den Ort meiner Jugend wiedersehen, wo ich bei meinen Großeltern meine Kindheit und meine Urlaubstage verbracht habe. Also fahre ich hier von Werne in Richtung Dortmund-Hörde-Berghofen. Das Wetter ist zwar etwas bescheiden, aber ich hoffe, es hält sich und es gibt keinen Regen. Also fahren wir los. Jetzt befinden wir uns auf der ehemaligen Bahntrasse, die hier von Werne rückwärts in meinem Rücken Richtung Hamm geht, Bockumhövel, und hier, wo ich jetzt fahre, in Richtung Kam. Hier hinter befindet sich oder befand sich eine Brücke, wo die Püttleute immer von Runte aus hier zur Zeche Werne gingen. Da hinten ist sie noch zu erkennen. Jetzt fahren wir über die alte Eisenbahnbrücke, die hier die Lippe überquert. Hier wird rechts davon in den nächsten Tagen die neue Straßenbrücke gebaut.
Ja, ich fahre jetzt weiter in Richtung Unakam. Links geht's ja nach Herrenwerder und ich fahre da runter. Also auf dieser Zechenbahn, das ist eine Beleidigung mit diesem neuen Belag hier. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch die Strecke gesperrt, aber hier kann man unmöglich fahren. Rechts vor links. Jetzt geht's in Richtung Dortmund-Wickede. Thank you.
So, jetzt überqueren wir das Gebiet der ehemaligen Zeche Holstein. Sie war im Verbund mit der Zeche Schleswig, wo wir gleich noch vorbeikommen, hatte am Anfang eine Zugverbindung, aber irgendwann in den, ich glaube 1908 oder 1910, wurde unter Tage eine Querverbindung gemacht. Somit war die Zugverbindung und die Gleisanlage überfällig. Ja, hier rechts führten die Gleise her. Von der Bahnstrecke, die von der Zeche Schleswig kam. Aber eigentlich kam die gesamte Strecke jetzt von Phoenix West. Denn in Nähe der Zeche Schleswig war eine alte Halde, wo noch jahrelang die Schlacke und Abraum von Phoenix West abgeladen wurde. Ja, das ist die Abraumhalde der Zeche Schleswig, wo auch lange Zeit noch von Phoenix West die Schlacke und der Abraum abgeladen wurde. Die Zeche Schleswig befand sich ungefähr hier hinter dieser Busch- und Waldlinie. In diese Richtung werden wir dann auch fahren. Ja, wir unterqueren jetzt die B1 und hier rechts war die Durchfahrt der Bahn in Richtung Phoenix West. Ja, hier begann das Abenteuer. Von da kamen wir, Aplerbeck Bahnhof, und sind dann zu Fuß diese Richtung gegangen. Oder ehemaliges Karstadtgebäude. Hier war die Haltestelle für die Straßenbahn, die dann auch in Richtung Schwerterwald fuhr.
Mein Gott, hat sich das alles verändert hier. Hier stand mal ein schönes Empfangsgebäude. Heute ist es nur noch ein steriler Bahnhof. Man findet den Punkt gar nicht mehr, wo der stand. Das muss irgendwo hier gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz, die Straße rauf sind wir dann immer zu Fuß gegangen. Ich auf dem Rücken meines Vaters. Und das vor 60 Jahren. 65? Ja, 65 Jahre. Ja, da irgendwo in den Büschen war der Garten von meinem Opa und von meiner Oma und konnten dann immer runter gucken auf Phoenix West. Vor allen Dingen, wenn immer Abstich war, dann war der Himmel immer rot. Dann haben die Engelchen immer Plätzchen gebacken. Hoho. Aber schön war es doch hier. Ja, hier in dem weißen Gebäude war mal ein kleiner Milchladen, Obst und Gemüse, Pieke Habbott. Verkauft uns immer einen Teller Ochsenschwanzsuppe für einen Groschen. Geld hat er damals schon gemacht. Ehemaliger Lebensmittelladen Hesper. Da wurde immer alles eingekauft, hier unten. Und alles in Papiertüten. Und da, in dem zweiten Haus, hat meine Oma gewohnt. Hier, wo jetzt das Fahrrad steht, und hier war eine große Mauer. Ein Telegrafenmasten stand hier und eine große Mauer. Und an dieser Mauer haben wir immer gespielt. Thank you.
Hier waren mal die Kinoplakate und der Eingang zum Kino war dahinter. Das Gebäude steht sogar noch. Da habe ich meine ersten Kinoerfahrungen gemacht. Und da hinauf fuhr die Straßenbahn. Bis zum Schwerterwald. Über dieser besagten Kreuzung hängt die Ampel. Mitten drüber drehte sich nur ein Zeiger. Oben war rot, seitwärts war grün. Wenn rot, dann halt, wenn grün, dann weiter. Hat alles funktioniert. Und da fuhr die Straßenbahn weiter nach Schwerte. Da sind wir ausgestiegen, wenn wir vom Berghofen kamen. Und sind hier von hier aus mit der Straßenbahn weitergefahren Richtung Aplerbeck oder von da aus gekommen. Wenn denn genügend Geld da war. Waren eigentlich schöne Zeiten. In Holzwickede. Hier habe ich 40 Jahre gewohnt. Eine herrliche Zeit. Thank you.